Mit 370 Kilometern pro Stunde über den Lausitzring in Brandenburg. Und das Über ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen. Melanie Essels ist die einzige Frau beim Red Bull International Air Race. Ich wollte schon immer fliegen, seit ich ein Kind war. Es hat mich verzaubert. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich so mit 6, 7 Jahren in einem Flugzeug gesessen habe, bei einer Flugshow, und das war toll. Seither wollte ich immer fliegen. Leicht war der Weg dahin nicht. Die in England geborene und in Frankreich aufgewachsene Essels schmeißt die Schule mit 18 und jobbt an einer Tankstelle. Mit dem gesparten Geld finanziert sie ihre Flugausbildung. Jetzt, mit 34 Jahren, ist sie das erste Mal bei dem hochkarätigen Luftrennen dabei. Konzentration ist alles, wenn es darum geht, die Hindernisse zu durchfliegen. Jede Bewegung wird immer wieder eingeübt. Doch heute läuft es nicht gut. Melanie Essels liegt zurück. Ihr Trainer weiß, woran es liegt. Sie will das Rennen gewinnen, aber das muss sie vergessen. Sie muss einfach ruhig und beständig fliegen. Ich habe das auch schon echten Flugassen gesagt. Flieg beständig und das Resultat wird kommen. Die nächste Chance wird kommen. Von Deutschland aus reist der Flugzirkus in die USA.